Peace, Leute, und was geht ab? Heute machen wir eigentlich gar nicht viel, weil wir versuchen, so schnell wie möglich zu sterben und beobachten andere Teams und wetten auf die Teams. Wir wetten, wer die Runde gewinnen wird. Mein Mitstreiter ist heute Robert, den Rest erkläre ich euch. Robert, bist du ready oder was? I'm ready. Okay, also Leute, wir looten am Anfang ganz normal, werden so ein paar Kills vielleicht machen, bis noch 80 leben. Und dann werden wir einfach sterben und wetten auf random Teams. Wenn wir hier schon sterben, ist egal. Das ist gar nicht schlimm, wenn wir sterben. Aber je länger wir überleben, desto weniger Teams sind. Und das ist halt auch besser, weil wir uns dann halt zwischen ein paar Teams dann entscheiden müssen. Wir dürfen, wenn unser Team gestorben ist, dürfen wir uns ein zweites Team auswählen. Und wenn das dann gestorben ist, dann haben wir halt Pech. So, wir gehen jetzt aber erstmal rein, machen so ein bisschen auf Ernst jetzt hier. Sofern das möglich ist. Und dann geht das los hier. Wie gesagt, wir wetten auf unterschiedliche Teams. Ich könnte mich jetzt hier eigentlich auch schon killen lassen, will ich aber nicht. Ja, wir wollen ja ein bisschen was wollen wir schon machen. Okay, Robert bemüht sich zu sterben. Okay, wie gesagt, Ziel ist nicht, dass wir hier durchschwitzen, sondern wir wetten, wie gesagt, dann einfach auf ein x-beliebiges Team. Sind sie alle? Ich will mich jetzt noch nicht unbedingt killen lassen, Leute. Und wenn es so ist, dann ist es so. Aber ein bisschen wehren würde ich mich schon gern. Ein bisschen. So wenigstens noch eine Minute. Und dann geht es nämlich los. Gut, es leben nur noch 68 Teams. Dann könnten wir eigentlich... Das Ende finden. Ja, ich nehme jetzt hier so ein Bounce Pad. Nimm das. Noch ein Bounce Pad. Nimm das und jetzt springe ich hier einfach vom Haus, Leute. Da bin ich tot. Und dann werde ich mir ein zufälliges Team aussuchen. Und Robert wird mich jetzt nicht wiederholen. Nein. Jetzt einfach jämmerlich draufgehen. Nein. Und dann suchen wir uns ein Team aus. Dauert einen Moment, ist klar. Aber das geht gleich schneller, dass wir down sind. Und dann gucken wir mal. Oh, Robert hat es irgendwie überlebt. Nee, mit dem Jump-Pad wirst du es nicht schaffen. Du musst hier irgendwo runterstürzen. Ja, das sieht gut aus. Das ist eine fantastische Idee. Das würde ich auch gerne machen, wenn ich nicht schon down wäre. So. Nein, Robert ist unsterblich. Robert, ich muss nochmal versuchen. Wo sind denn hier die ganzen Klippen? Also mal hoch. Okay, ich bin gleich am Ende. So, Leute. Jetzt können wir Robert zugucken, wie er sich eliminiert. Ich hoffe, er schafft's. Nee, er schafft's nicht. Eine Aufgabe, Robert. Eine einzige Aufgabe. Das ist aber wirklich so. Ich habe noch... ein letztes Ding kann ich noch. Letzten Notplan. Irgendwo aufs Haus runterspringt, ciao. Oder lässt sich killen.
Ja, das sieht doch schön aus. Das ist doch so ein schönes Haus zum Runterspringen. Mit Schmackes dann. Dass da zu wenig Schmackes. Nein, Robert! Nein, er Ich hab schafft sich. Leute, es ist sie. Jetzt sind es Bots. Hallo. Es sind Bots. Oh, shit. Nein, er downt die sogar Lowlight. Hey, was ist hier los? Jetzt sind hier Kinder, der uns killen will. ja. Jawohl. So, jetzt im Beobachten-Modus. Die nehme ich safe nicht. Okay, wir switchen jetzt durch, Leute. Und dann legen wir uns auf ein Team fest. Okay, die haben krassen Loot. Die haben krassen Loot. Ich nehme. Mein erstes Team ist Lisa, Jolie und Besenplayer. Das ist mein Team. Ich muss ehrlich gestehen, ich hab noch keins. Ja, dann such noch kannst du. Aktuell Okay. sind nicht gerade Wir die. gucken mal, wie die so vom Movement raus sind, drauf sind, aber ich glaube, das geht Also ganz gut. ich Wir kann gucken dir mal. zwar jetzt leider keinen Namen sagen, aber ich kann dir die Spielertext nennen. Also wird ja nichts bringen. Ja, du guckst auch einem Team zu, wenn du die beobachtest. Genau. Und dann oben links stehen noch Namen. Nein, bei mir spielt bloß Spieler 258 und 262. Oh no. Oh no. Okay. Ja, dann werden wir ja sehen. Vielleicht treffen die aufeinander. Wie gesagt, mein Team Besenplayer 17 und Lisa Jolie. Aber Lisa Jolie springt irgendwie so bottig. Aber Aim ist auf jeden Fall da. Ja, Leute, ist mal was anderes. Ne? Sonst seht ihr uns hier fetzen. Heute gucken wir einfach mal Leuten zu und schauen mal, ob meine Vorhersage gut ist. Wie gesagt, wenn mein Team jetzt hier tot ist, dann kann ich mir noch eins aussuchen. Aber unter den letzten Top 10, also wenn du noch 10 Spieler übrig sind, Top 5 wäre es ja dann demzufolge, darf man da nicht mehr switchen. Jetzt steht der hier einfach rum, Lisa Julie. Okay, kann natürlich sein, dass sie sich unterhalten und sagen, du, lass uns mal da hingehen. Finden wir natürlich nicht raus, aber Besenplayer ist ein Fishy Skin, deswegen schon mal Favorit. Die haben auf jeden Fall gute Waffen, die haben sich die legendäre MP geholt. Ich weiß nicht, ob sie eine Münze haben, das sehe ich jetzt nicht. Nee, haben sie nicht, weil die Münze ist hier drinne, in diesem Haus auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Aber wir schauen mal. Die Zone kommt, wenn die jetzt in den Sturm rennen, dann weiß ich, dass es Bots sind. Aber vom Movement her nicht wirklich Bots. Ja, Wie aber sehen mir deine geht's. Dudes so aus? Ja, also ich habe einen Lady Gaga Skin und der andere ist so ein, ja, Verbrecher-Kostüm. Skin. Kostüm. Und die haben jetzt auch jetzt den Bot geholt, diesen Fischer. Das sieht relativ gut aus. Sie haben zwar jetzt nicht so das übergute Loot, aber die kommen zurecht damit. Ich denke, das könnte schon das beste Team sein, aus meiner Sicht. Okay. Aber ich warte da lieber noch ab. Es sind keine Bots, weil die sind hier Level Schleier und da sind ja auch diese Kameras, die dann so piepen und Bots würden die niemals abschießen. Aber wie gut die sind, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, die Lisa Jolie hat einen Kill gemacht und der, ja, ich glaube, der Gegner war jetzt nicht so stark gewesen.
Aber auch das muss man erstmal schaffen. Es gibt ja auch Leute, die an Bots sterben, deswegen kann man dazu jetzt nichts sagen. Optisch gefällt mir dieser Skin halt auch sehr gut. Könnte ein Schwitzer-Skin sein, weiß ich nicht, aber schön mit Gitarre auf dem Rücken. Also, die hat einen grünen Skin mit einer grünen Gitarre auf dem Rücken. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Und ja, dann ist dann Agent Fishy, ist ihr Teammate. Schauen wir Der mal. Wie zweite. gesagt, es leben jetzt noch 21 Leute. Demzufolge 11 Teams. Und ich glaube, die haben es auf die Münzen abgesehen. Oder auf die Münze. Kann sein, dass sie da jetzt pushen gehen oder auch nicht. Jedenfalls chillen die jetzt gerade auf dem Berg und analysieren. Das ist einfach so ein bisschen zurückhaltend, aber auch nicht verkehrt. Weil es kann natürlich sein, dass die Leute, die die Münze haben, dass sie jetzt einfach aufgesammelt haben, weil ein starkes Team die verloren hat. Oder dass ein starkes Team gesagt hat, hey, wir wollen jetzt immer 50% Schild haben. Für meine Zuschauer, die nicht wissen, was ich mit Schild meine, ist die blaue Leiste, die links von eurem Bildschirm ist. Die grüne Leiste ist Green Life, also das Leben an sich. Und das Schild, was als erstes weggeht, ist halt diese blaue Leiste. Und dann habt ihr rechts noch dieses Schutzschild. Diese 50 Schutzschild, die gehen als erstes weg, dann geht das Blaue weg und dann das Grüne. Wenn das Grüne weg ist, dann ist over. Ja, ihr könnt natürlich auch das grüne Schild verlieren, wenn ihr es so cool macht wie wir, dass ihr einfach irgendwo runterspringt und da dann an Green Life verliert. Das geht natürlich auch. Oder wenn ihr das so macht, wie Baby Fluff das gemacht hat, mit irgendwelchen Haftgranaten oder dass er sich an eine Zapfsäule stellt, die gerade beschossen wird. Und ja, also Feuer und Explosionen schaden auch eurem Green Life. Gespannt, beide sind jetzt auch relativ viel zurückhaltend. Obwohl es Ja, jetzt meine eigentlich. wandern auf jeden Fall. Ich glaube, da oben auf dem Berg. Ich bin mir nicht sicher. Die haben, sind jetzt auch noch keinem begegnet. Also es ist echt ruhig momentan. Und was mir aufgefallen ist, sie haben gar kein Heal mit. Ja, meine eine hat hier und die andere null. Warte mal, ich muss mal switchen. Habe ich jetzt Besenplayer? Ne, jetzt habe ich Luca. Will ich nicht, ich will zurück. Lisa Julie. Und wenn ich jetzt nochmal switche, müsste ich ja eigentlich Besenplayer haben. Nee, das, ich sehe nur Lisa Julie. Der muss ich wieder zurück. Lisa Julie, da, Lisa Julie. So. Gucken wir mal. Oh, die werden beschossen. Die werden beschossen, aber die haben geklappt. Die haben geklappt. Werden nochmal beschossen. Oh ja, Lisa Julie kann was. Haben jetzt zusammen halt 6 Teamkills, ist jetzt noch nicht so aussagekräftig, weil die halt noch nicht so viele Gegner gesehen haben. Aber die sind fast in den Top 10. So wie Roberts Team, die sind auch in den Top 10, denke ich, oder es waren die, die geklappt wurden. Nee, noch verstecken sie sich im Busch tatsächlich. Aha, okay, Bushcamper. Naja, dann Lisa Julie. When you hear me, gib alles. Ja, die hat so ganz komisch, ich weiß nicht, die, also die spielt ohne Heal. Entweder ist es eine übelst krasse Spielerin, die sagt, ich brauche kein Heal. Weil die hat ein Sturmgewehr, eine Pumpgun, diese Tarnvorrichtung, ein Geschütz und eine Sniper. Das ist jetzt nicht Und gerade. Sniper ist halt schon immer so, jo, aimtechnisch geht da was. Und bewegt sich auch nicht wie ein Bot. Wie gesagt, kloppt hier irgendwie alles kaputt. Findet die Kisten, also Bots würden das nicht machen. Bots, die laufen einfach durch die Gegend. Und wenn es mit Bauen wäre, würden die halt eine Wand bauen. So. Okay, Agent Fishy fetzt sich. Auf wen kann ich nicht sehen? Aha, da drüben. Oh, snipen kann sie nicht so gut. Total langweilig.
sitze nicht hier. Ah, die sind, meine sind im Fight. Meine sind im Fight, beide snipen. Aber snipe-technisch ist das gerade jetzt nicht Masterclass-Duell. Lisa Julie, Mensch, enttäusch mich nicht. Der, da geht, jeder Snipe geht daneben. Das ist wie Botfight. Hä? Ich glaube, das sind Bots. Ich bin mir nicht sicher. Bitte nicht. Wie kommst du raus? Ja, weil die snipe die ganze Zeit. Die würde jetzt nicht auf Sturmgewehr umstellen und sagen, jo, jetzt geht's los, sondern die snipe die ganze Zeit. Der Gegner war 300 Meter weit weg. Oh, jetzt werden sie angegriffen. Oh, nee. Dieser Julie ist down. Nein, mein Team ist down. Oh, bei mir. Mein Team wird auch angegriffen. Okay, dann wechsle ich. Ich kann noch wechseln. Ja, cool. Kann ich eigentlich nicht, aber... Doch, Top 10. Letzte Chance. Wir können einmal wechseln. Ich nehme Lil Frankie. Das sind die, die meine gekillt haben. Lil Frankie und... KSO... Obens. Okay. Der macht Loser, nicht Loser, den Zahnseidetanz. KSG Urbans. Mit so Weihnachtsskin, so Weihnachtsskelett und so Dämonflügel. Oh. Aber sein Mate ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein übelstes Fahrrad ist. Die tanzen immer noch. Und der macht Gritty, Gritty, Gritty. Ja, will der sich mal healen? Ah, okay, er healt sich, er healt sich. Sniped, ja, das sind meine. Deine sind auf der Brücke, ne? Mhm. Mhm. Jetzt wird's interessant. Irgendwie haben auch welche Münzen. Der snipt da jetzt in den Busch. Ja, der wird auch demnächst täglich treffen, wenn sie da verbleiben. Ist ein bisschen zu zurückhaltend. Okay, Leute. Wir kommen jetzt in die Top 3. Wir sind in den Top 3. Im Prinzip, Roberts Team hat länger überlebt als meins. Das heißt, den ersten Punkt hat sich Robert geholt. Wenn mein zweites Team jetzt die Runde gewinnt, gleiche ich aus. Wenn Roberts Team die Runde gewinnt, hat er alles gewonnen. Es bleibt spannend, Leute. Die letzten drei. Okay, er wie sieht an. Okay, er fetzt, er fetzt, er fetzt. Wir gehen jetzt pushen, 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 pushen. Okay, rasiert. Ja, Robert, da ich auch wechseln durfte in den Top 10, wir haben zwar gesagt nein, aber wir wollen ja jetzt noch ein episches Finale haben, nimmst du halt die anderen, mehr bleibt ja nicht übrig. Und wenn es Fahrräder sind, dumm gelaufen. Aber wenn mein Team jetzt gewinnt, geht es unentschieden aus, wenn mein Team. Oh, das wird interessant. Nicht gewinnt, gewinnt Robert die ganze Chose hier. Okay, Rocket Launcher, Okay, er sucht, er sucht, er sucht. Ja, die bleiben immer in Bewegung. Seht ihr, Leute, das ist das Schlaue. Die bleiben in Bewegung. Und wir, also ich, der meistgesnipedste Spieler in Fortnite, ich hau da immer drauf. Ich schieß weiter und dann werde ich gesniped. Weil ich nur auf das Schießen fokussiert bin. Okay, okay. Oh ja.
Ja, ich glaube, der kann was. KSG Oberhans. Ich glaube, der ist gut. Ja, der erste Snipe, der nicht gesessen hat. Die anderen beiden waren gut. Leute, schnallt euch an, es bleibt spannend. Oh, schwerer Shot. Ja, macht doch Links-Rechts-Combination hier. Beim Zielen. Ja, die müssen jetzt kommen. Nein! Er hätte so Headshot snipen können. Er gibt ihn einer. Jawohl, er ist down. Das war so taktisch unklug. Okay, Leute, jetzt finale Granne. Er geht runter, er geht pushen. Fallschaden ist ihm egal. Okay, let's go! Okay, Robert, dann geht das Ding hier 1-1 aus. Leute, wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, könnt ihr es mir gerne schreiben, war mal was anderes. Robert, danke, dass du dabei warst. Danke, dass du unentschieden ausgegangen bist. Danke, dass wir die krassesten sind. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss.